Hi, ich bin's wieder, Sarah vom Talas & Me Team. In dem heutigen Video geht es um Begleiterkrankungen. Das sind Erkrankungen, die Menschen mit einer Beta-Thalassämie noch zusätzlich bekommen können. Warum das so ist und welche Erkrankungen das sein können, das erzählen euch gleich unsere Experten und Protagonisten. Wenn ihr das Video gut findet, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Die häufigste Todesursache bei Thalassämie-Patienten ist die Eisenüberladung des Herzens und dann daraus folgend das Herzversagen. Ich glaube, jeder kennt irgendjemanden aus seiner Klinik, der nicht mehr da ist. Die meisten Thalassämie-Patienten sagen, dass die Behandlung der Thalassämie, also zu wissen, ich muss da jetzt zur Transfusion gehen oder ich muss meine Eisenchelator-Therapie nehmen, gar nicht das Einschneidendste ist, sondern die Begleiterkrankung. Ich habe eine ausgeprägte Osteoporose mit Frakturen, die schon auch älter sind. Ich habe erhöhte Harnsäurewerte, wegen denen ich eben ein Medikament täglich nehmen muss, damit die Niere da ein bisschen unterstützt wird. Ganz neu, ich habe ein bisschen Arthrose in den Fingern. Ja. Ich habe tatsächlich durch die Eisenüberladung über die ganzen Jahre, obwohl ich eigentlich meine Eisenchelatotherapie immer konsequent durchgeführt habe, habe ich trotzdem einen Diabetes bekommen, der jetzt natürlich auch noch behandlungsbedürftig ist. Wenn jemand eine Blutzuckerkrankheit entwickelt, natürlich die Belastung dadurch, dass es nochmal völlig eigenständige, schwer belastende Erkrankung, die die on top kriegen, das muss man sich vor Augen führen. Wir wissen, dass bei Thalassämie-Patienten ein Diabetes nicht so gut einzustellen ist wie bei einem normalen Diabetiker. Und die haben häufig Probleme, dass der Blutzucker ganz hoch ist oder ganz niedrig ist. Je älter die Patienten werden, umso mehr haben sie Probleme mit Knochenschmerzen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir zwar mit der Transfusion sehr weitgehend diese eigene exzessive Blutbildung unterdrücken können, aber nicht so komplett, dass die Verhältnisse ähnlich wie bei einem anderen, wie bei einem Gesunden in dem Alter sind, sondern in den Knochen, in denen sonst bei einem Erwachsenen die Blutbildung schon ziemlich zur Ruhe gekommen ist, geht es bei denen weiter. Ich habe durch diese Knochenmarksexpression, durch die Überanspruchung des Knochenmarks auch sehr oft Knochenschmerzen. Insbesondere vor den Transfusionen, wenn man wieder so blutarm ist, dann habe ich halt auch Knochenschmerzen und Kopfschmerzen. Wenn Patienten eine Herzinsuffizienz entwickeln aufgrund ihrer Thalassämie, ist das dramatisch. Die Eisenüberladung war dann irgendwann mal so weit fortgeschritten, dass mehrere Organe schon geschädigt waren. Ich hatte also eine ganz massive Herzvergrößerung auch und eine Herzschwäche dadurch. Wenn man da noch gar nicht wusste, ob ich da noch mal die Kurve kriege. Wenn sowas auftritt, ist es wichtig, dass man wirklich intensiv das behandelt, also eine intensivierte Eisenchelatotherapie macht, damit das möglichst schnell reversibel ist, was ja zum Glück reversibel ist. Und dann kam eine damals neuartige, aber rettende Methode. Und zwar hat man mir einen Port eingepflanzt. Implantiert, durch den dann das Medikament 24 Stunden nonstop laufen konnte und somit eben wirklich massiv an Eisen ausgeschieden werden konnte. Und das hat irgendwo mein Leben auch wirklich gerettet. Also natürlich hat alles seine dunkle Seite und ich habe auch davon Schäden davongetragen. Also ich habe eine Hörminderung, die eben durch die hohe Gabe an Medikamenten entstanden ist. Hallo. Hallo, grüß dich.
Bei den Transfusionen ist weltweit gesehen das Hauptproblem sicher das Risiko von Infektionen, die man mit Blut überträgt. Dazu gehören verschiedene Hepatitis-Erkrankungen, aber auch HIV. Die Risiken sind dort auch weltweit gesehen sicher in den letzten 20, 30 Jahren zurückgegangen. Für Deutschland kann man sagen, dass wir sicher eines der Länder sind mit dem niedrigsten Risiko für solche Infektionen. Ja, und alles andere hängt dann eher davon ab, ob zusätzliche Komplikationen auftreten, nicht? Sei es im Zusammenhang mit der Eisenüberladung, hormonelle Probleme. Leider ist es immer noch so, dass ein Großteil der jetzt erwachsenen Thalassämie-Patienten unter Hormonstörungen leiden, also endokrinen Störungen. Und da kann es eben auch sein, dass die Patienten, wir nennen das einen Hypogonadismus haben, das heißt, dass die Entwicklung der Pubertät zum Beispiel nicht normal verlaufen ist oder dass die Frauen keine normale Periode haben oder dass die Männer unfruchtbar sind, also keine normale Spermienproduktion haben. Im Hintergrund spukte natürlich das mal rum, dass man eventuell dann eine Prozedur irgendwie der künstlichen Befruchtung vielleicht machen müsste. Ja, aber das hat sich dann ja Gott sei Dank gut gelöst. Mit der aktuellen Therapie, wie wir sie jetzt geben können, können wir sagen, es ist eine normale Lebensplanung möglich. Und das heißt also, Berufsausbildung, Kinder kriegen, ist mit einer heutigen Therapie möglich. Anders ist das für Patienten, die älter sind und schon viele Begleiterkrankungen haben, die vielleicht eine Herzinsuffizienz haben oder eine Osteoporose haben oder eine Leberzirrhose haben. Da ist es natürlich so, dass die häufig schwer krank sind aufgrund ihrer vielen zusätzlichen Begleiterkrankungen auf die Thalassämie. Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr dankbar, dass es mir sehr gut geht. Es ist natürlich alles sehr anstrengend, dass es mir so gut geht, also um das mal so zu formulieren. Man muss sehr viel tun. Der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an mir und es gibt auch so Symptome, die vielleicht nicht hundertprozentig Thalassämie-relevant sind, aber die vielleicht als Abnutzungserscheinung schon durch die Thalassämie ein bisschen verstärkt wurden. Das ist eben so eine Sache, wo ich mir oft denke, ich werde älter. Und es hat gleichzeitig etwas Tröstendes, weil ich dann genau auch denke, ich werde älter. Das hat niemand erwartet und mir niemand zugetraut. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen, wie es ist, mit der Beta-Thalassämie zu leben. Und im nächsten Video geht es um Therapien. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, klickt doch einfach auf Abonnieren.